Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, ich bin Daniela Hutter, ich bin die Autorin des Buches Das Yin-Prinzip und unter dem gleichnamigen Konzept fasse ich meine Arbeit zusammen für das weibliche Bewusstsein, für weibliche Energie, weibliche Kraft, für das Yin. Wie schon letzte Woche versprochen, möchte ich diese Folge wieder dem Thema Yin-Business widmen, auch einfach die Erfahrungen aus dieser Yin-Business-Beta-Gruppe, einer kleinen Gruppe, wo ich die Frauen über mehrere Monate begleite. Aber es ist nicht ein reines Business-Thema. Ich möchte da einfach auch meine Gedanken dazu teilen, was ich beobachte, was ich auch vorher schon beobachte, welche Muster auch in den Frauen wirken, wenn sie sich selbst verwirklichen wollen. Also von daher ist diese Folge für dich vermutlich auch interessant, wenn es bei dir nicht ausschließlich ums Business geht. Wenn schon, dann auf jeden Fall. Also, zu meiner Yin-Business-Gruppe ist vielleicht wichtig zu wissen, warum ich sie gegründet habe. Ich begleite ja in den 1:1-Coaching schon seit Jahren Frauen in ihren Business-Themen, um sie aus der Sichtweise des weiblichen Prinzips zu begleiten, um aus der Sichtweise der Yin-Weise die Begleitung anzubieten, weil eben ganz viele Frauen mit diesen Konzepten, die eher aus dem Schneller-Weiter-Höher-Prinzip, die auch ein bisschen aus diesen alten Marketingstrategien kommen, sich einfach nicht wohlfühlen. Für sie fühlt es sich an, als würden sie sich mit Ellbogentaktiken auf den Markt stellen, laut schreien und so ein bisschen auch immer, ja, wer ist der Erste, wer ist die Größte, wer ist die Beste, wer ist Sieger, was ja dem Wettbewerbsprinzip impliziert und damit auch das Konkurrenzthema. Auch wenn heute oft gesagt wird, im Bereich von Frauen miteinander, im Bereich von Sisterhood, Womanhood, gibt es keine Konkurrenz mehr, da ist Konkurrenzfreiheit. Aber Konkurrenz hat ja auch viele Facetten in seinem Ausdruck, zum Beispiel auch dieses Vergleichen und sich kleiner fühlen, ja, das ist ein Gedankenkonzept zum Thema Konkurrenz, das wir halt in uns tragen. Wir projizieren es nicht auf etwas Äußeres im Sinne von, man fühlt sich im Wettbewerb mit oder man trägt ein Konkurrenzverhältnis zu mit sich herum, aber im Inneren ist es dann trotzdem und die Nuance, die Facette, wie es sich darstellt, ist einfach ein bisschen anders und den meisten ist gar nicht bewusst, dass es trotzdem ein Konkurrenzverhältnis ist. Generell haben Frauen ein sehr altes Muster in sich, dessen, was wir heute Konkurrenz und Wettbewerb bezeichnen. Es kommt jetzt einfach, ich sag mal, aus diesem zellulären Bewusstsein, dass Frauen früher gut sein mussten, sie schön sein mussten, das Bestmöglichste präsentieren mussten, um entsprechend gut unter die Haube zu kommen, um entsprechend gut verheiratet zu werden, um entsprechend gut versorgt zu werden. Und mit früher meine ich schon sehr viel früher, auch aus einer Zeit, wo einfach auch das Zusammenkommen von zwei Menschen, sprich die Heirat, nicht immer der Liebe gedient hat, sondern schon auch es darum ging, dass man einfach abgesichert war. Und für Frauen war es halt wichtig, einen entsprechend guten Mann zu bekommen, gut situiert vielleicht, auch mit einem entsprechenden Hintergrund beruflich, als dass das Überleben gesichert war. Das ist der historische Anteil, denn wir Menschen tragen ja alle die Historie der Menschen auch in sich. Wir tragen als unbewusste Muster die Spuren der
Evolution des persönlichen Miteinanders auch in uns. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich höre heute noch, ja, in meinem zweiten 50er Hälfte Sätze von meinem Vater hinsichtlich meiner Beziehung, wie man sich zu benehmen hat als Frau, damit einem der Mann nicht davonläuft. Ja. Also, und diese Sätze von eine gute Frau zu sein oder eine zufriedenstellende Frau zu sein oder da keinen Unmut zu erzeugen beim Ehemann, das ist nicht so weit entfernt wie das, was ich auch in meinem Buch übrigens, das Hirnprinzip, erläutere zu dem Thema, was da auf der zellulären Ebene in uns eben wirkt. Und ich weiß aus meinen 1:1 Arbeiten, dass diese alten Spuren einfach da sind, ob es uns gefällt oder nicht, oder ob wir sie versuchen, intellektuell wegzudrücken. In der Arbeit mit den Frauen geht es mir dann oft so, dass ich oder dass wir halt gemeinsam quasi wie nicht von der Stelle kommen, wie auf der Stelle treten und man sich denkt, ja, wo kommt es denn eigentlich her? Und das sind einfach oft so alte Konditionierungen, für die wir gar nicht so die Wachheit oder das Bewusstsein mitbringen. Also du siehst schon, das ist so eines, was ich oft beobachte, jetzt durchaus im Zusammenhang von Selbstverwirklichung, von Beruf, von Business, was aber dann am Ende in allen Lebenskonzepten wirkt. Ja, ich habe diese Businessgruppe ja vor allem auch deshalb gemacht, weil ich oft beobachte, dass Frauen in ihrer Umsetzung für sich selber nicht dranbleiben. Ja, dass sie immer wieder aufgeben, immer wieder im Alten stagnieren, immer wieder dann doch keine Zeit für ihre Vorhaben finden und auch nicht die Ernsthaftigkeit mitbringen für das, was ihnen wichtig ist. Klingt jetzt ein bisschen da quer, diese Ernsthaftigkeit, aber ich meine halt das so, dass es nicht die absolute Priorität hat, sondern dass die Priorität dann oft wieder dort ist, wo, ja, was wir erachten, die Familie oder die Kinder oder Sachen der Männer oder. Ja, also, dass wir uns selber einfach wieder zurückreihen. Auch hier siehst du in meiner Formulierung, dass ich das in meinem Konzept hier für diesen Podcast auch tatsächlich so formuliere, ganz bewusst, es betrifft nicht nur unbedingt das Business. Und eben das sich selber hinten anstellen, ist auch ein Aspekt, ein Schattenaspekt, den beschreibe ich auch in meinem Buch. Was dahinter steht, ist einfach, das eine ist die Fähigkeit der Hingabe, wo ich ja immer sage, die Natur hat uns die Qualität der Hingabe in den Schoß gelegt und sie dient in erster Linie auch dem, quasi die Nachkommenschaft großzuziehen, jetzt aus der Sicht der Evolution, denn ohne Hingabe wäre das ja gar nicht möglich, was das alles so mit sich bringt. Und die Qualität dient natürlich auch anderen Lebensbereichen, kann für die genützt werden, aber der Schattenaspekt, in den man halt auch oft switcht und wo es auch darum geht, in Themen der Persönlichkeitsentwicklung Schattenarbeit zu leisten, überhaupt Schatten zu erkennen und sie zu wenden, der Schattenaspekt ist Selbstaufgabe. Ja, also Hingabe switcht in Selbstaufgabe. Auch das kann dann im Alltag viele verschiedene in vielen verschiedenen Auswirkungen sich zeigen, sagen wir mal so. Das eine wäre das reine Aufopfern für die Familie zum Beispiel, das reine Aufopfern für die Kinder. Wer das hat, beobachte ich immer, das bleibt eigentlich ein Leben. Also auch die, die immer formulieren, ja, wenn die Kinder dann größer sind oder wenn die Kinder studieren, da wird das Zeitpunkt einfach ganz oft nach hinten geschoben
Und am Ende ist ja auch eine Ausflucht, ne? Es ist eine Fluchttüre. Und das hinten nach hinten schieben wandert dann halt immer weiter. Dann brauchen die Kinder dieses oder jenes in der Unterstützung. Oder es kommen die Enkelkinder oder es werden die eigenen Eltern, die dann mehr Aufmerksamkeit brauchen und so weiter und so fort. Also das ist ein Aspekt der Aufopferung. Aber diese Selbstaufopferung gibt es eben auch zum Beispiel, wenn man wie ein Workaholic sich total verliert im Beruf, sich verliert auch in Überstunden oder so, ja, auch, und keinen Platz mehr für die wirklichen eigenen Interessen hat. Auch das wäre eine Selbstaufopferung. Oder, was man ja auch oft beobachtet, ist, dass wir in unserem Alltag sehr hasseln, da wirklich schneller, weiter, höher haben, auch an Statussymbolen hängen. Das ist insgesamt auch ein Konzept aus dem Yang-Dilemma. Ja, es geht dann, man braucht immer mehr Aufwand für alles Mögliche, dann auch immer mehr Einsatz dazu. Und dann passiert halt einfach die Selbstaufopferung in diesem System, um sich vielleicht einen bestimmten Status zu erhalten, um bestimmte Annehmlichkeiten, um aus, ich weiß nicht, ich formuliere jetzt nur Beispiele, aus 2 Urlauben 3 Urlaube zu machen, aus 4 Sternen 5 Sternen zu machen, aus Familienauto, jeder hat ein Auto, also ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Und wenn dieses Konzept es abverlangt, so viel Einsatz von mir, dass von mir für mich nichts mehr übrig bleibt, dass ich dabei selber auf der Strecke bleibe, dann ist eben das auch ein Aspekt der Selbstaufopferung. Ja, und Selbstaufopferung, jetzt im Kontext für das Business-Thema der Frauen, ist eben auch mit oft ein Grund, dass dann kein Raum mehr frei bleibt für die Hingabe an die Selbstverwirklichung oder auch keine Zeit mehr übrig bleibt für das, was ich eigentlich tun müsste, um aus der Selbstverwirklichung heraus das Business, was meine Berufung ist, was mir sehr am Herzen liegt, auf die Strecke zu bringen. Oder Selbstaufopferung wirkt auch da, wo wir sehr stark Rücksicht nehmen, immer auf die anderen. Ja, jetzt ist gerade ungünstig, es fehlt gerade ein Mitarbeiter in der Abteilung oder da ist jemand in längerem Krankenstand oder solche Rahmenbedingungen, die ungünstig sind und am Ende auch als Erklärung dienen. Ich möchte jetzt nicht sagen als Ausrede, weil es durchaus legitim ist, aber am Ende, was bleibt am Ende übrig, dass das, was den Frauen eigentlich am Herzen liegt, nicht in die Umsetzung geht. Und das beobachte ich eben gerade ganz oft dort, wo es um Selbstverwirklichung geht. Das soll oft in ein Business fließen, einerlei, ob jetzt als zweites Standbein oder als Haupteinnahmensquelle. Und dass da einfach vieles auf der Strecke bleibt, das war für mich auch ein Grund zu denken, ja, ich nehme euch mal an die Hand, ich kreiere so eine längere Gruppe, um nicht nur mein Wissen, das ich aus Marketing und aus Beruf mitbringe, aus der Wirtschaft mitbringe. Ich habe ja eine kaufmännisch-wirtschaftliche Ausbildung. Ich war lange in der Geschäftsführung unseres Familienunternehmens und letztlich fließt all dieses Wissen und diese Erfahrung auch in dieses Business hier rund um das Hirnprinzip, um all meine Angebote, die ja wirklich komplex sind. Und ich bin da auch A, selber immer wieder in Coachings und B, lerne ich ständig auch an der Stelle dazu. Also ich widme meine Weiterentwicklung ja nicht nur rund um das Erforschen zum Thema Weiblichkeit, Frau sein, Yin-Prinzip, sondern schon auch meine Weiterentwicklung, dass ich das, was mir ein Anliegen ist, was meine Passion ist, was meine Berufung ist, auch tatsächlich zu den Menschen bringe. Ja, jetzt habe ich diese Gruppe. Wir sind jetzt das erste Monat von 3,5 sozusagen auch schon gut auf dem Weg. Oder von 4 eigentlich, 4 Monate in diesem Fall. Also ein Teil der Wegstrecke ist schon hinter uns. Und was
kann ich jetzt dazu sagen, es ist in Ansätzen ganz klar dasselbe Muster da, wie eben auch in der 1:1-Arbeit. Ich sehe die Fluchttüren bei den Frauen genauso, wie ich sie auch in der 1:1-Arbeit immer sehe. Ich bedauere auch das in der gleichen Weise. Aber der Unterschied in der Gruppenarbeit ist halt, dass es für mich einfacher ist, mit einem Satz 10 Frauen zu motivieren, als mit einem Satz nur eine Frau zu motivieren. Das heißt, ich kann auch gut ein bisschen steuern über die WhatsApp-Gruppe, ich kann ein bisschen steuern über die Themen, die ich in den Meetings, die wir haben, immer wieder anbringe. Aber klar, die alten Muster bleiben dieselben und am Ende geht es schon darum, dass die Frauen das umsetzen. Denn zaubern kann ich ja nicht, ne? Auch wenn ich es vielleicht gerne würde, um den Frauen hier die Wegstrecke zu verkürzen und sie schneller dahin zu bewegen, wo sie hin möchten. Es geht immer wieder, wie in allen Bereichen, um Eigenehrlichkeit und um Erkenntnis. Aber das ist ja noch nicht das Problem. Ich beobachte schon zunehmend, dass die Frauen, mit denen ich arbeite, eine große Bereitschaft für Eigenehrlichkeit mitbringen. Und auch das mit der Erkenntnis gut gelingt, da trage ich ja auch meinen Beitrag dazu bei. Aber dann an der Stelle stoppen. Und an der Stelle, das Stopp bedeutet, die Ehrlichkeit und die Erkenntnis fließt in eine Absichtserklärung. Aber die Absichtserklärung bringt an der Stelle noch genau gar nichts. Damit sind wir immer noch im Alten. Ja, und es geht dann tatsächlich um Umsetzung, es geht dann tatsächlich auch die Muster nicht nur zu sehen, seine Fluchttüren nicht nur um die zu wissen, sondern es geht eben darum, die Fluchttüren zu schließen, die Fluchttüren nicht mehr zu benutzen, im Raum zu bleiben und aus der Starre, ja, aus dem, ich sage immer wieder, aus diesem eingefrorenen Sein, wirklich in der Bewegung des Handelns und der Schritte zu bleiben. Und das ist halt einfach etwas, was aus der Grunddynamik des Weiblichen nicht so selbstverständlich ist, denn das Yang in seiner Dynamik, also das männliche Prinzip, das trägt ja in seiner Grunddynamik die Energie schon in sich. Ja, das ist von Haus aus schon etwas sehr Aktives und das Yin-Prinzip heißt nicht, es ist nicht aktiv, nur weil Yin auch Passivität bedeutet, sondern die Passivität in einem Verständnis für Weiblichkeit und weibliche Energie ist eine wache Passivität. Es ist eher ein sehr, sehr langsames Werden, ein aber trotzdem in der Präsenz verbunden mit dem, um was es geht, und jederzeit bereit, einem Impuls zu folgen und zu handeln. Das hat der Stillstand so nicht impliziert, auch wenn es mir die Frauen oft erklären. Und das Wort erklären ist an der Stelle vielleicht für dich sogar hilfreich. Immer dann, wenn wir viele Erklärungen anwenden, ist es so ein Zeichen, ich sag mal, Ausreden zu benutzen. Ja, das ist ein Zeichen für Stillstand. Wenn du innehältst, wach bist, jederzeit bereit bist, den nächsten Schritt zu setzen, in die Umsetzung auch zu gehen, Zeit nicht einfach nur verstreichen lässt, dann hat man eigentlich kein Bedürfnis für Erklärung, weil es vielleicht ein Einsammeln ist dessen, was da ist, weil es vielleicht ein Reflektieren ist dessen, was da ist. Im Prozess selber ist nicht nichts tun, sondern eben einsammeln, reflektieren und so weiter. Aber, und das ist eine Form der Passivität, dass insgesamt natürlich nicht jetzt die dynamische Aktivität da ist, aber es ist auch nicht das Nichtstun. Das verwechseln die Frauen ganz oft, beziehungsweise beschreibe ich für die Frauen ja auch immer das weibliche Yang, also das männliche Prinzip aus der weiblichen
Grundenergie heraus. Ja, und wir wissen ja, Yin nährt das Yang. Yin ist sozusagen auch der Nährstoff dessen für was Yang als Energie braucht, als Kraft braucht. Und wenn da der Stillstand ist, wenn da auch das weibliche Yang in der Umsetzung, für die Umsetzung fehlt, dann bedeutet es, es fehlt das Yin. Also es fehlt nicht Yang, es fehlt das Yin, und dann müssen wir halt einfach an der Yin-Energie ansetzen. Im Konzept Business gebe ich Sichtweisen, wie die verschiedensten Yin-Qualitäten, über die ich ja an allerorts immer wieder spreche, wie diese verschiedensten Yin-Qualitäten eben sich hin zum Business-Thema, hin zu Wirtschaftsthemen sich verhalten, als dass wir insgesamt in dieser Reise nicht nur unterwegs sind, auf Yang aufgesetzt, wie das viele Programme einfach tun und wo viele Frauen für sich inneren Widerstand spüren. Ich meine, an der Stelle muss man auch ganz ehrlich sagen, Widerstand wird ganz oft als Fluchttüre genützt, auch das unangenehme Wort Ausrede hier, angebracht. Wenn man sich in Erklärungen findet, warum man dies oder jenes nicht möchte, dann kannst du da auch mal schauen, was kommuniziert eigentlich der Widerstand. Was im Yin-Business natürlich gar nicht ist, ist das Weglassen dessen, was wir aus einem analytischen Konzept für die Mechanismen von Erfolg von Business brauchen. Also zum Beispiel, es gibt Strategie, es gibt eine Kalkulation im Sinne von Businessplan, es gibt so etwas wie Zielsetzung. Ja, also das gehört ja zum gesamten Prozess selbstverständlich dazu, und viele Frauen scheuen sich an der Stelle. Das erlebe ich auch in meiner Gruppe, das kommunizieren sie mir auch in der Gruppe. Und das ist nicht, ich will kein Yang, sondern das, was ich erkenne und auch weiß aus den 1:1 Gesprächen, wo man ja ganz viel Erfahrung für sich rausnehmen kann, ist, das ist die Angst davor. Ja, zum Beispiel, du machst dir einen Plan, was es braucht an Zahlen. Ja, klar, ja, du kannst ja am Supermarkt dich nicht durchwinken lassen und sagen, ja, ich arbeite gerade an meinem Herzensbusiness und da ist Geld nicht wichtig. Oder es sei denn, ein anderer kommt für dich auf im Sinne von, ich weiß nicht, du hast im Lotto gewonnen, eine Erbschaft gemacht oder dein Partner, deine Partnerin übernimmt die Alltagskosten für dich. Dann ist ja die Sichtweise noch mal ein bisschen anders. Ich spreche bei berufstätiger Frau, auch bei Frau der neuen Zeit, auch bei diesem Frauen-Eigenverantwortlichen schon auch davon, dass wir Frauen selber für unser Überleben verantwortlich sind, um auch aus diesen alten Mustern rauszukommen, und dass wir Frauen auch dafür sorgen können, dass wir uns selber ernähren. Und deshalb ist auch wichtig im Business ein ganz klares Bild zu haben, wie viel möchte, muss ich verdienen und nicht nur, ja, wie es kommt, so kommt's. Oder was ich auch oft höre ist, ich setze keine Begrenzung. Aber auch das sind so Ausweichmanöver, um sich nicht klar sein zu müssen, was es eigentlich braucht. Was ich eigentlich brauche, welches Ziel ich mir definiere, was ich eigentlich erreichen möchte. Und die Angst davor, es nicht zu erreichen, hat natürlich viele Wurzeln, die vielleicht an der Stelle jetzt auch zu weit führen würden. Aber ich sage mal, Angst, das kennst du vielleicht auch aus anderen Podcasts, in anderen Zusammenhängen schon erklärt. Angst gehört zur Energie, die wir durch unseren Nierenmeridian bewegen. Und der Nierenmeridian ist eine Yin
Energie und Angst blockiert dort die Energie. Und dann siehst du schon wieder, dass hier jene Energie von der Angst blockiert wird. Und du hast gerade vor 2-3 Minuten gehört, es braucht eigentlich Yin Energie für das Yang, für die Umsetzung, für das Vorankommen. Ja, und so gilt es halt auch, diese Muster aufzudröseln. Und auch das ist ein Muster, ne, Angst, die blockiert. Das kennt jeder, abgesehen von Frauen, auch Männer. Na, aber du weißt, ich arbeite halt in erster Linie für das weibliche Bewusstsein. Ich arbeite auch dafür, dass wir Frauen eben ein neues Rollenbild finden, leben, kreieren, auch als Rollenvorbild für die Zukunft. Und da gehört es halt einmal dazu, dass uns schon die Begrenzungen bewusst sind. Und es gehört aber auch dazu, dass wir darum wissen, wie viel Kraft und Stärke uns eigentlich zur Verfügung steht, aber das spürbar im Leben, das auch umsetzbar im Leben und nicht nur ja, als so eine schöne Formulierung, weibliche Kraft, weibliche Stärke heilen. Ja. Wir müssen schon, also so tick halt ich zumindest, ist nicht nur feinstofflich oder energetisch bewegen oder in einer Bubble schön zu formulieren, sondern hilfreich, dienlich ist es dann, wenn wir ganz pragmatisch im Alltag eine Vorstellung davon haben, was es bedeutet, was es heißt, was daraus werden soll, aber eben auch, was es überhaupt ist und wie wir den Zugang dazu auch bekommen und eben welche Begrenzungen uns da im Wege stehen. Ja, also so treffe ich auf all das, was ich aus meiner 1:1 Alltagsarbeit für Alltagsthemen mit den Frauen kenne, selbstverständlich auch in meinem Yin-Business-Thema bei den Frauen. Ich meine, damit habe ich schon gerechnet. Und auch im Yin-Business-Circle in der Gruppe sind die gleichen Aspekte da, wie wir sie kennen, auch aus der Einzelarbeit, aber eben man hat doch noch einmal die Chance, sich vom Miteinander tragen zu lassen. So, aber auch das Miteinander ist für viele Frauen immer wieder eine Herausforderung, denn das gibt es auch in allen Themen des Lebens. Wir Frauen haben sowas wie ein Anerkennungsprinzip. Dahinter steht auch das Leistungsprinzip und das drückt sich aus in, wir wollen uns nicht zeigen, wenn es uns nicht gut geht. Wir wollen uns nicht unbedingt zeigen, wenn wir irgendwie angeschlagen sind oder in einem herkömmlichen System verstanden irgendwie schwach sind. Schwäche, wenn du googelst, findest du als Ausdruck des Yins. Wir formulieren es dann oft so, Schwäche zu zeigen ist eine Stärke. Ja, also da sind wir auch schon ein bisschen an dieser Spur, dass sich Frauen, wenn sie wie auch immer ein bestimmtes Erwartungsbild, das sie selbst oder ihr Umfeld an sich haben, gerade nicht erfüllen können, wenn sie vielleicht auch nicht ganz in der Höhe sind, gesundheitlich oder auch mit ihrer Kraft, sich zurückziehen. Im Sinne des Yins ist Rückzug ein bisschen ein Dilemma, weil das Natürliche des Weiblichen wäre, man bleibt präsent, man bleibt in der Gruppe, man ist im Miteinander und man trägt sich auch miteinander. Und jene, die gerade mehr zu geben haben, haben dadurch auch die Möglichkeit und die Chance, die anderen zu unterstützen. Das ist eigentlich das natürlich Weibliche, das kennt man auch aus matriarchalen Strukturen. Dort und da auf diesem Planeten, bei bestimmten Gruppierungen von Völkern, kann man das auch noch beobachten. Es gibt in Nepal ein Tal, wo man darum weiß, es gibt auch bei indigenen Völkern, dass zum Beispiel, wenn Frauen menstruieren, ja, dass sie sich Auszeit nehmen können,
einige Tage zum Beispiel in ein bestimmtes Haus gehen, wo sie dann miteinander sind, und andere Frauen, die nicht dort sind, kümmern sich um das, was es zu kümmern gilt. Es ist zum Beispiel dann, dass sie das Essen bringen für diese menstruierenden Frauen, dass sie sich um die Kinder von jenen kümmern und so weiter und so fort. Ja, aber das jetzt übersetzt in ein modernes Bild bedeutet eben auch, dass wir Frauen füreinander sorgen und gerade jene, die jetzt präsenter sind, die gerade mehr dran sind, ein Empowerment, Unterstützung bringen für jene, die warum auch immer gerade nicht so dran sind. So, und ich beobachte aber in der Gruppe genau dasselbe, was ich aus dem Alltag auch kenne. Frauen ziehen sich zurück und entziehen sich damit auch der Möglichkeit, empowered zu werden. Und wenn ich dann oft nachhake, nachfrage, höre ich gerade, ja, ich brauche gerade Zeit für mich, mir geht es nicht so gut, ich melde mich dann wieder, wenn es besser läuft. Im Business angeboten, in Kursen, Seminaren, meinen Zyklen, die ich ja jetzt nicht nur fürs Business habe, sondern auch fürs Yin-Allgemeinwissen oder auch für den Yin-Coach, höre ich dann oft sogar gleich direkt die Frage, kann ich nochmal wiederholen? Also kann ich nochmal auf den Anfang gehen? Abgesehen davon, dass ich da natürlich offen bin und Frauen nie fallen lasse und immer Möglichkeiten und Lösungen finde, ja, kann ich als eine, die einen guten Blick auf das Ganze hat, natürlich auch das Dilemma darin sehen, weil nicht selten wiederholt sich das Gleiche wieder. Also ich spreche es dann schon auch oftmals sehr klar aus, gibt die Option, aber die Klarheit brauchen meine Frauen dann einfach auch oft, damit es bei ihnen ins Bewusstsein kommt. Ich als Trainerin habe ja nicht den Auftrag, geliebt zu werden. Ich als Trainerin habe ja eher den Auftrag, auf der einen Seite Wissen zu geben und auf der anderen Seite Prozesse zu begleiten, motivieren, dran zu bleiben. Von einem Fitnesstrainer erwartet sich auch kein Mensch, dass er einen schont, sondern dass er gemeinsam Kraft aufbaut und irgendwie was Neues kreiert, ja, mehr Muskeln, mehr Kraft oder auch mehr Kondition oder so. Und am Ende ist das, was ich als Trainerin in meinen Gruppen mache, ja eben auch nichts anderes. So, zusammenfassend, du siehst, es ist dort wie da, sind ähnliche Muster, die uns begleiten, logischerweise. Das ist auch das, was ich immer formuliere mit Energie hat kein Mascherl. Ein Muster, eine Konditionierung, eine Begrenzung, die dort wirkt, wirkt genauso da. Und wenn sie da wirkt, wirkt sie auch dort. Ja, Energie hat kein Anfang und kein Ende. Und so ist das eben mit unseren Konditionierungen, die als solches ja eher dem energetischen Konzept zugeordnet werden. Wie geht es jetzt mir als Daniela insgesamt damit? Man könnte jetzt meinen, ja, vielleicht geläutert oder vielleicht irgendwie auch eben auch gar nicht anders. Ja, da habe ich mich selber getäuscht. Ich erlebe mich enorm mit viel Freude in dieser Arbeit von diesem Yin-Business. Das hätte ich gar nicht so gedacht, weil es mir einfach auch unglaublich Freude bereitet, Frauen noch besser etwas mitzugeben aus dem Aspekt des weiblichen Prinzips, der weiblichen Vorgangsweise, Zugangsweise zu einem Thema, nämlich dem Business, nämlich der Umsetzung dessen, was mir am Herzen liegt, für Beruf, Berufung, für die Selbstverwirklichung. Hier mein ganzes Wissen aus Wirtschaft, Marketing und eben umarmt vom weiblichen Prinzip zur Verfügung zu stellen. Ich war gar nicht darauf vorbereitet, wie viel Freude mir das schenkt. Ja, und wie viel von dieser Freude-Energie einfach in die Arbeit fließt, aber auch wieder aus dieser Arbeit zurückkommt und mich auch stärkt und nährt für manches andere. Also,
Deshalb an der Stelle, ich habe ja in einem der vorhergehenden Folgen darüber gesprochen, ich weiß noch nicht, was ich damit mache, ob es eine einmalige Sache bleibt. Definitiv wird es keine einmalige Sache bleiben, denn wenn man es aus der Metaebene betrachtet, kann ich damit ganz viel bewegen. Ja, wenn Frauen in ihre Kraft gehen, in ihre Umsetzung gehen, die sind in einer Verbindung mit dem Weiblichen, der weiblichen Energie, damit neue Rollenbilder kreieren und damit wieder eine Vielzahl an weiteren Frauen inspirieren können. Und deshalb ist das fast ein bisschen ein Schneeballprinzip, das mir sehr gut gefällt, werde ich hier dranbleiben. Was ich für mich weiß und was auch aus meinem Geburtstagserkenntnisweg, von dem habe ich ja in der letzten Folge gesprochen, sich schon auch gezeigt hat, ist, auch ich kann nicht einfach irgendetwas dazu packen in meinem Leben. Das ist ja auch etwas, ein Dilemma. Wir packen ständig noch was drauf und noch was drauf und noch was drauf und dann wird das Leben, der Alltag viel zu dicht und viel zu intensiv, als dass es uns an der Stelle in ein Hamsterrad befördert. Da bin ich bei mir selber extrem achtsam und ich muss einfach an anderer Stelle auch etwas gehen lassen. Wird vermutlich in der Retreat-Arbeit sein. Ja, Retreats werden sowas werden wie die Sahnehäubchen, aber nicht mehr der selbstverständliche Teil in meiner Ausrichtung, in meinem Business-Konzept, weil es halt auch viel Zeit bindet. Und am Ende, wenn ich es jetzt ein bisschen aus dem Schneeballprinzip betrachte, kann ich dort nicht so viel insgesamt bewegen, wie ich das halt mit anderen Aspekten meiner Arbeit tun kann. Aber dazu, wenn es dann soweit ist, erzähle ich dann mehr oder wird man es auch lesen können. Wenn du meine Newsletter kriegst, dann auf jeden Fall. So, in diesem Sinn, ich sehe mit dem Blick auf die Uhr, wir haben schon wieder wunderbare gemeinsame Zeit verbracht und ich möchte auch achtsam mit deiner Zeit sein. Es ist kostbare Lebenszeit. Ich sag mal, wenn du einen Gedanken hattest, wo du dich erreicht, der dich erreicht und wo du dir denkst, ja, da hat sie schon recht, da finde ich mich auch wieder, dann mein Appell an dich, geh damit in die Umsetzung. Wenn du nicht weiter weißt, wie, kontaktiere mich gern, schreib mir eine WhatsApp. Manchmal schreibe ich auch schnelle Antworten einfach so, wenn das möglich ist. Ja, manchmal, nicht immer braucht es ein großes Coaching oder einen ganzen Kurs. Manchmal hilft auch der Blick von außen in einer schnellen Sichtweise. Und als Hörerin von hier hast du, ich sag mal, ein Recht auf Antworten, auf Fragen, die sich aus so einem Dialog wie einer Podcast-Folge ergeben können. In diesem Sinn, Dankeschön. Sei so lieb, vergiss nicht auf dein Like, sei so lieb, vergiss nicht auf das Abo, wenn du da dem Podcast hier noch nicht folgst und auch auf die Weiterempfehlung. Am Ende ist es das, was es das braucht, damit ich diese kostenfreie Arbeit auch weitermachen kann. Ich weiß darum, es gibt immer wieder Lebensabschnitte, wo das Geld vielleicht nicht ganz so da ist, wo viele Menschen dankbar dafür sind, wenn sie kostenfreie Unterstützung haben. Das gehört zu meinem persönlichen Business-Manifest, ja, wie auch andere Aspekte. Wäre auch mal eine schöne Podcast-Folge. Ja? Was ist das Business-Manifest der Daniela Hutter? Ja, aber für heute lassen wir es mal gut sein. Ich sage danke für dich und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn du wieder hier bist bei mir in einem gemeinsamen Dialog im Yin-Magazin.